Sziasztok! Und auch eine Legung heute für euch. Und zwar, ich bringe euch hier die Karten von Gea Verlag mit, also Lenormand und Tarot. Heute ist auch der Gewinnspiel, wo ihr darauf wartet. Natürlich könnt ihr, also Hashtag Seelenpartner und die Initialen euren Seelenpartner schreiben in der Kommentare, diesen Kanal abonnieren, liken und auch dieses Video teilen. Lasst uns gemeinsam schauen, welche Karten möchten jetzt für die Tag- und Nachtgleiche fallen. Denn wir hatten die Tag- und Nachtgleiche um 3.04 Uhr. So, wieder die Quersumme 7. So, schau mal. Ha, passend zu Herbstanfang. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Also passend zu Herbstanfang, also großartig. Also was ich sehe, der Fuchs symbolisiert hier, also die Schlauheit und Diplomatie. Also, dein Seelenpartner ist vielleicht sehr schlau und sehr diplomatisch und das ist ein guter Schauspieler, ja? Aber, also es geht jetzt hier in dieser Legung also mehr um dich wie um deinen Seelenpartner und wir schauen, was die Karten jetzt auch wirklich sagen. Also offiziell hast du hier staatliche Pflichten, also es kann sein, dass heute besonders, also was hochkommt, was mit Behörden zu tun ist. Also, dass du dann auch irgendwelche Verträge oder Schwierigkeiten vielleicht hast oder sowas in der Art, ja. Also es geht auch ein Stück weit darum, dass hier ein Neuanfang stattfinden möchte, also von einem höheren Bewusstsein, also so ein Erwachungszustand. Und vielleicht kommen auch kurzfristige Veränderungen. Also ich muss euch wirklich sagen, also diese Woche war ich wirklich erschüttert. Nicht deswegen, weil ich das nicht weiß. Natürlich, wir sind nicht alle gleich geboren. Wir gehen auch nicht alle gleich, ja. Aber wie viele Ereignisse in dieser Woche waren. Also ich habe jetzt mehrere Menschen, wo ich die auch kannte, die auch wirklich ja, einfach gegangen sind diese Woche. Dann hatte ich ja auch viel so selber mit den technischen Geräten. Wie schnell kurzfristig was sich verändert. Und hört dieses Katz-und-Maus-Spiel endlich aus. Und also es kommen hier diese höhere Ebenen, ja. Also es wird nochmal im Oktober auch die erste zwei Wochen sehr transformatorisch sein. Wir haben aber auch noch wieder eine Portaltage-Marathon. Also wie gesagt, im Oktober, also es wird ja, wie ihr seht, also da geht man nicht einfach so in der fünfte Dimension rüber spaziert. Es müssen alle Dinge aufgelöst werden, ja. Und guck mal, hier kommt die Zerstörung, die Katastrophe. Dann müsst ihr jetzt nicht negativ denken, sondern denkt so, dass das die Luft reinigt. Das ist hier wirklich die Hinrichtungsurteil. Also das heißt, es verwandelt sich alles. Es verwandelt sich alles und ich sehe hier, also es geht um Macht, es geht um Besitz, es geht um die Ernte, was man gesät hat. Und heute, der Tag und Nacht gleiche, deswegen zelebriere ich dir auch damit du, was du bis jetzt gemacht hast in diesem Jahr, auch ernten kannst. Es geht wirklich auch darum, dass du ankommst, das Haus kommt, um die Familie, um Zuverlässigkeit und es geht auch darum, ja, dass man hier auch wirklich diesen Streit, diesen Ärger, diesen innerlichen Zwiespalt loslässt und sich der Glück und der Spiritualität zuwendet. Also die Unsicherheit ist da, 2 bis 3 Tage sind die Vögel da. Was heißt das? Das sage ich dir jetzt direkt, ja? Warte mal, also es geht ein Stück weit darum, wie du siehst, also heute, die 23. weißt du, also ist erstmal die Tag- und Nachtgleiche, ne? Also die Tag- und Nachtgleiche, das heißt, das ist ein Ritual für Harmonie, ist, damit du erkennen kannst, wo du stehst. Du darfst jetzt wirklich die Ernte und die Geschenke des Lebens annehmen, ja? Also das ist so eine besondere
lichtvolle Zeit, was jetzt kommt. Also wer begegnet dir? Bist du in Frieden mit dir und wofür bist du dankbar? Ja, also ich werde auch ein Ritual für dich zelebrieren. Und was willst du dann für das kommende halbe Jahr auch manifestieren? In der Liebe, in der Seelenpartnerschaft und, und. Also wie gesagt, also ich werde das am 23., das ist ja heute, heute Abend zelebrieren von, ja, von 22.22 Uhr bis 22.44 Uhr, dieses Ritual wirst du auch zugeschickt bekommen. Davon abgesehen haben wir morgen den Venus-Opposition Neptun. Das könnte jetzt mit Sehnsucht und Verbundenheit mit dem Partner also sehr stark sein. Und also da wird auch eine Ritualabend stattfinden. Und auch für 2 Tage, ja, also dieses Ritual. Am 25. haben wir den Neumond im Waage. Und das ist dann auch wieder ein Neubeginn. Und da gibt es auch ein Ritual. Wie du siehst, 2 bis 3 Tage sehr energetisch extrem, ja. So, das war jetzt erstmal die Einleitung. Und jetzt lege ich natürlich für dich nochmal hier die Karten aus. Ich weiß, ihr wartet auf mich, aber ich schaffe das nicht. Heute hatte ich schon wirklich um 7:30 meinen ersten Termin. Guck mal. Und wegen der Zeitverschiebung, ihr wisst doch, ich habe meinen ungarischen Kanal. Da habe ich auch mittlerweile auch für Coaching aufgemacht. Auch auf ungarischer Ebene mache ich das auch. Und da kommen die von aller Welt, die Menschen auf mich zu. Also international, ja, und wegen Zeitverschiebung manchmal 2, 4, 6, 7, ja, muss ich dann früher anfangen und dann habe ich das auch nicht mehr geschafft diese Woche. Ich bin froh, wenn das wieder alles normal läuft, aber diese rückläufige Merkur, das haben wir wirklich 2, 3 Mal im Jahr und das ist jetzt diese 3. Phase, der nächste wird dann im Januar sein, 2023 und das bringt immer so ein bisschen Unruhe auch mit sich. Und wenn du natürlich auch ja, astrologisch so ein bisschen darüber mehr erfahren möchtest oder halt von deinen Sternzeichen, wie jetzt der Stand der Dinge auch ist, empfehle ich dir meinen Taroskop-Kanal. Da gehe ich auch auf Aszendenten ein, auf Mondzeichen, auf Venuszeichen. Da kannst du gerne vorbeischauen, das findest du garantiert. Also schau mal, Nachrichten sind schnelle, eilige Nachrichten unterwegs zu dir. Du kannst das Ganze unterstützen. Ich sehe hier, also in seinen Gedanken, wie gesagt, also ist durch diesen Herbstbeginn, ja, also ist sehr diplomatisch, also ist schon ein bisschen Theater um dich. Also seine Gedanken kreisen um dich. Und dass es wird kurzfristige Entscheidungen, bewusste Entscheidungen stattfinden, was auch wirklich hier einen Neuanfang also mit sich bringen. Seine Gedanken im Herzen hatte dieses Hinrichtungsgefühl. Das bedeutet, dass, also, dass er das ganz genau weiß, ja, also dass es beschlossen ist im Herzen. Also es gibt ihm, Kraft, also er ist auch leid mit diesem Katz-und-Maus-Spiel. Also er sieht das Ganze von einer höheren Perspektive, er fühlt das. Und dann kommt der Sturm, also diese Zerstörung im Herzen, der hat so, wirklich so eine Zerrissenheit. Und dann kommt in die Ernte in der, im Herzen und also im Herzen fühlte sich bei dir wohl angekommen. Wie geht's denn weiter? Also Ärger. Der hat momentan viel Ärger in seinem Leben und das Glück der Spiritualität wird ihm diese Unsicherheit nehmen und natürlich auch deine Liebe, Liebe und Vertrauen und Treue und ja, Beendigung, das ist immer eine Transformation, eine Phase, ein Zyklus geht zu Ende, ein Abschluss. Also es geht mit der Waage wirklich, ne, dass man da halt, wir sind jetzt auch in der Sternzeichen Waage, dass man da auch wirklich diesen Ausgleich für sich also findet und nicht mehr mit sich kämpft und also da in der Dauerstabilität kommt. Das ist wirklich der Sinn und Zweck. So, wir fragen jetzt um 3 Karten.
So, die Maske muss fallen. So, die Maske muss fallen. Die Hoffnung muss da sein und dann beginnt das Ganze und geht auch romantisch weiter. Noch ziehe ich drei Tarots für dich. Oder wie viel jetzt kommen mag, schau mal. Es geht darum, es klärt sich alles. Also hier der Königin der Schwerter. Ja, also es klärt sich alles, kommt alles in der Gerechtigkeit, in der Waage. Er kommt in sein Selbstwert, in das Gefühl, in der Herrscherkraft. Und er kommt ganz schnell zu dir, weil du bist seine Königin der Stäbe, die Leidenschaftliche. Also er kommt ganz schnell zu dir. Ich hoffe, du hast dich hier, wie gesagt, wiedergefunden. Freue ich mich sehr. Teile auch dieses Video. Heute Abend werde ich dieses Ritual zelebrieren. Aber heute Abend werde ich auf jeden Fall auch das sinnliche Orakel auf meinen Zwillingsflammenkanal machen. Morgen werde ich dann den Gewinner für diese 15-minütige Beratung kontaktieren mit einer kurzen Antwort hier unter dem Video. Na, also bekommst du entweder meine Webseite oder meine Handynummer angezeigt. Ich wünsche euch einen tollen Freitag und also sichere dir noch, einige Plätze sind noch frei, aber es sind auch schon Buchungen eingegangen, also 7 ist die magische Zahl. Ich freue mich auf dich, sage danke und bis bald.